Die Ausstellung heißt Prominenz in Gips, das Weimarer Dondorf Museum. Und sie beschäftigt sich im Prinzip mit dem Werk des Weimarer Bildhauers oder aus Weimar stammenden Bildhauers Adolf von Dondorf und der Rekonstruktion, Teilrekonstruktion seines Museums. In Weimar gibt es zwei Denkmäler, die an ihn erinnern, besonders beliebte Denkmäler, das Reiterstandbild von Großherzog Karl August und der Brunnen der Mutterliebe. Er war ein begnadeter Porträtist. Dieses Talent hat er schon in jungen Jahren gehabt, entwickelt und immer auch weiter ausgebildet. Wir zeigen vor allem Objekte aus dem Depot, Reliefmedaillons, Büsten und einige Statuetten. Unter den Statuetten befindet sich eine Neuerwerbung, die wir aus Stuttgarter Privatbesitz erwerben konnten. Das ist die Statuette dort drüben, die die Mutter mit den zwei kleinen Kindern zeigt, im Prinzip auch ein Caritas-Motiv. Er hat viele Zeitgenossen porträtiert, aber es waren durchaus bedeutende Zeitgenossen. Es waren Regenten. Er hat die Könige Vertreter der Wettiner porträtiert. Er hat Vertreter der württembergischen Königsfamilie porträtiert. Insofern ist der Begriff Prominenz hier auch angemessen, angebracht, und wir stehen ja auch neben zwei Büsten von Maria Pawlowna und Karl Alexander. Es ist ganz typisch für einen Bildhauer des 19. Jahrhunderts, dass der Material sich erstmal besorgt hat, um dem zu Porträtierenden auch sehr nahe zu sein, um seine Physiognomie zu studieren und dann aber auch die Darstellung, das Denkmal oder das Porträt mit einer Aussage zu verknüpfen. Beispielsweise, wie wir das beim Luther-Denkmal in Eisenach haben, hinter uns auf dem Großfoto zu sehen, wenn Sie sich die Hände angucken, wie die Hände die Bibel umfassen. Also da ist quasi diese Wirkmächtigkeit Luthers in Form gesetzt worden. Wir haben uns sehr gefreut, als die Klassikstiftung Weimar im vorigen Jahr zu uns kam und mit dem Ansinnen, eine Ausstellung zum 100. Todestag von Adolf Dondorf zu präsentieren. Ich denke, dass dieses Haus sich dafür besonders eignet, weil hier an diesem Ort über Jahrzehnte hinweg die Werke dieses Künstlers präsentiert worden sind. Und nach dem Krieg ist der Ort quasi in Vergessenheit geraten. Das Museum geht in seinen Ursprüngen auf ebensolches Engagement zurück, weil die Bürger Weimars Dondorf in besonderer Weise gefördert haben und die Bürger Weimars auch dieses Entstehen dieses Museums, des Städtischen Museums und des Museums für Uhr- und Frühgeschichte in besonderer Weise gefördert haben. Und das hat für uns diesen Charme, darauf noch einmal hinzuweisen, dass Kunst, Präsentation von Kunst und Präsentation von Museen in ihren Ursprüngen auf ebensolches bürgerschaftliches Engagement zurückgeht.